Für alle Leute, die sich jetzt fragen, hä, warum ist Randy nicht so gut gelaunt, warum hat Randy nicht so viele Jokes auf Lager, ich muss euch ganz ehrlich beichten, ich war etwas angeschlagen an dem Tag, ich war etwas krank, meine Stimme war nicht so fit, aber ich habe mir gedacht, ich mache trotzdem den Vlog für euch an. Viel Spaß dabei. Ladies and Gentlemen, willkommen bei den letzten 2 Stunden, 1 Stunde in München. Es geht wieder zurück nach Wien. Badern ist am Start. Was geht? Nichts bei dir. Schade, dass du gehst. Ich komme bald aber wieder. War eine coole Woche. Yeah, yeah. Badern hat sich kurz spontan entschieden. Er möchte Corn Dogs probieren. Und in diesem Sinne, guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen im Parkhaus. Es sind auf jeden Fall die letzte Stunde, wie ich schon gerade am Anfang gesagt habe. Es geht zurück nach Wien. Morgen ist offizielles Release unserer Serie. Erster Link in der Videobeschreibung, könnt ihr die erste Folge abchecken. Es wird genau 4 Folgen geben aus 4 Städten aus Europa. Es wird sehr, sehr geil. Lasst gerne ein Like, lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Der Laden soll auch richtig schön sein. Ich glaube, mit Anime ist schon so, keine Ahnung. Irgendwelche Figuren, aber es ist auch nicht meine Welt. Ja, ich bin auch nicht der größte Anime-Fan, aber auf jeden Fall der Corn Dog Laden, ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt der, weißt du? Weiß ich nicht. Finden wir gleich raus. Der ist direkt neben dem alten Mustafas Gemüsekebab. Ich glaube, auf meinem YouTube-Kanal habe ich noch nie Corn Dogs gegessen. Bin mir auch nicht mal sicher, ob ich den mit Kamera probiert habe damals. Ich weiß nicht mal mehr wo. Badan will nach diesem One-Chip schauen, ob es den hier gibt. Ich weiß nicht, ob es den hier gibt. Das sind auf jeden Fall Takis, die ich noch nicht gegessen habe. Ladies and Gentlemen, hier war auf jeden Fall Mustafas Gemüsekebab. Und es wurde anscheinend verkauft. Jetzt ist es durch, das Thema. Ich weiß nicht, was hier reinkommt, aber irgendwie war das schon ein cooler Döner, muss ich sagen. Gemüsekebab 5,90, war auch sehr günstiger Döner, muss ich sagen. Ich habe den auch gegessen, ich schwöre, ich fand den gut auch. War gut, ja? Anzi Kitchen. Hau ihn. Boah, hier riecht's aber komisch, oder? Naruto, Alter, das ist Dings, Detektiv Conan, oder? Das ist Conan, Digga, den habe ich schon geschaut. Das ist Zorro, Naruto. Sieht cool aus auf jeden Fall. Ich sage euch ehrlich, Leute, dieser Typ und dieser Typ und auch dieser Typ haben meine Kindheit gerettet. Liebe diese 3 Typen. Aber am Ende erst der Chef. Hat eine krasse Geschichte. Könnt ihr mal safe auf YouTube anschauen. Ist ein geiles Video. Aber Jackie Chan ist so der, der am erfolgreichsten ist. Und Bruce Lee ist leider sehr früh gestorben. Es gibt auf jeden Fall 6 Stück zur Auswahl. Ein Classic, ein Mix Corn Dog, Mozzarella, Potato Corn Dog, Potato Mix und Potato Mozzarella. Wir nehmen einmal ein Classic Corn Dog. Ein Classic Corn Dog. Und dann nochmal ein Potato Mozzarella. Also so viel ich weiß, ist Corn Dog einfach nur eine Wiener in der Mitte, dann außen irgendein Teig und so gesagt eine Panier, wie die Österreicher sagen würden. Eine panierte Wiener eigentlich. Wie ein Schnitzel, nur dass eine Wiener in der Mitte ist. So. Und kein Teig, kein wirklicher Teig außen. Da ist schon richtig Teig, so Brot auch richtig außen. Junge, was sind das für Oschis, Alter? Was ist da jetzt drauf? Senf und Ketchup? Was ist die gelbe Soße? Senf. Okay, danke. Plus Potatoes noch drauf. Ja, Ladies and Gentlemen, wir haben auf jeden Fall hier 2 Corn Dogs liegen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe gedacht, so Potato-Creme, das sind einfach so klein gehackte Pommes, die außen noch in die Panier so gesagt reingemacht wurden. Wenn es irgendwie schmeckt, ich werde es aber ehrlich sagen, dass es nicht schmeckt. Ob es dem Hype wert ist. Ja. Ach, da ist so eine Geflügelrolle, gell? Mhm. Ja, okay. Die Schon ganz geil, aber ich weiß jetzt nicht, was da an so crazy lecker ist. Der Teig ist ganz lecker. Also ich glaube, so unter den Corn Dogs ist das sogar noch ein richtig guter. Das ist schon hier, der Teig fühlt sich schon sehr geil an. Das ist natürlich sehr frisch gerade gemacht. Aber ich weiß, ich bin auch nicht der größte Wiener-Fan. So. Ja. Mit was hast du? Ah, du hast auch Geflügel, gell? Nee, ich hab nur Dings, Mozzarella Kartoffeln. Ah, bei dir ist gar keine Wiener drin. Nee, ich glaube, das sind aber so komisch gekommen. Ja, ja. Bei dir, du. Keine Wiener drin. Das war wahrscheinlich eine bessere Idee. Ja, aber ich hab nicht das gelangt. Ja? Das ist gut, ja. Ich hab damit gar nicht gerechnet. Okay. Aber. Boah, du schmeckst Mozzarella auch krass raus. Ja? Ist gut. Ich glaube, Wiener lasse ich mal. Boah, das rutscht sogar. Ja, es rutscht weg. Schön cheesy. Ja. Jetzt bist du nicht so begeistert, gell? Aber ist der besser oder der andere? Ich bin beide eigentlich genau gleich. Weiß ich nicht, der Teig ist ganz lecker. Aber man könnte aus dem Teig cooleres Zeug machen. Der ist vielleicht ein bisschen besser irgendwie. Aber der ist auch, der ist ein bisschen mehr Salz, mehr passieren. Selber Ketchup, mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es gibt natürlich viele Corn Dog Fans, so ist ganz lecker. Kann man essen, aber wäre jetzt nicht, wo ich sage, boah, hey, lass mal heute Corn Dog essen gehen. Der ist natürlich ein bisschen cooler, weil der Käse sich so rauszieht und so.
Aber fehlt irgendwas, fehlt mir da. Ich weiß nicht was. Ich sag's mal so, wie es ist, Ladies and Gentlemen. Das kann man machen. Ich glaube, das ist so ein Snack für Kinder. Oder woher kommt dieses Gericht? Vielleicht hat es auch was mit Anime zu tun. Vielleicht hat es deswegen so einen Hype. Weil nur die Speise, dass sie so einen Hype hat, das glaube ich nicht. Aber ihr könnt gerne mal in den Kommentaren aushelfen. Weil ich jemand von euch weiß. Ja, es könnte sein, dass was mit Animes zu tun hat. Nee, ich glaube nicht. Nicht, oder? Vielleicht werden wir ein Super halt, nachdem wir das aufgegessen haben. Ich Schafliebhaber, ich fordere jetzt jeden heraus. Sag dir ehrlich, ob scharf ist. Ich glaube nicht so heftig. Passt nicht dazu. Kombi passt gar nicht. Also, Ladies and Gentlemen, Ansi Kitchen. Ich sage so, wie es ist. Die Corndogs haben mich jetzt nicht überzeugt, aber es gibt ja genügend Leute, denen es taugt. Deswegen, ja, falls ihr München Corndog sucht, könnt ihr sie hier probieren. Ich muss schon sagen, der hat im Verhältnis zu dem anderen, den ich mal gegessen habe, schon gut geschmeckt. Das ist, glaube ich, eine gute Qualität. War sauber gekocht, war clean, war nicht so überfettig und so. Das muss man schon sagen, aber hat einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Fuck off, fuck sleep, can't get it, I'm going. Ja, Leute. So und nicht anders. Danke. Danke, du hast Spaß gemacht. Yes, yes, Kuss geht raus. Viel Spaß. Wir schreiben uns. Fahr vorsichtig, bye bye. Hauptbahnhof München, es geht jetzt nach Wien. 19:17 fährt der Zug los. Sehr, sehr geil. Zug ist schon da. Ich persönlich liebe es, wenn der Zug schon da ist. Kann sich schon reinsetzen, da komme ich auch gerne. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, überhaupt so in einer App oder so zu sehen, wann der Zug einfährt. Das wäre eigentlich ein geiles Upgrade oder Update für die Deutsche Bahn App. Ich sag's euch ehrlich, ja, Deutsche Bahn, steht hier, Randy, Dirty Tricks, einfach auf mich hören, Leute. Eine Sache, die von uns jeder kennt, ist, wenn der Zug nebenan fährt, denkt man, man fährt selber. Bin ich der Einzige? Schau mal rechts raus, links raus. Wisst ihr, was ich meine? 2 Stunden später. Problem ist dieser Corn Dog, ich habe nur die Hälfte gegessen, ich hatte noch ein bisschen Hunger. Da habe ich jetzt den Salat, ich habe Hunger. Ich muss aber jetzt noch 2 Stunden Zug fahren. Ich glaube, ich werde diese automatisch schnell plündern. Ich muss auf die Masse gehen. Was ist die Masse? 21. Ein bisschen Zucker, ein bisschen Schokolade und ein Powerade stellt den Hunger bis Wien. Wo ist es hier? Salzburg. Oh, schleppend. Morgen sind wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, bei was allem Lukas ist. Im Frühstücksfernsehen auf Puls 4, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben dann ein Interview, noch ein Interview. Alles für die Serie. Blibablub. Schauen wir mal, wie die ersten 4 Folgen ankommen. Ihr seid auch herzlichst eingeladen, eure Meinung zu sagen oder mir zu sagen, auf Instagram schreibt oder wie auch immer. Genau, ich freue mich auf alles Feedback, was es gibt, egal ob es gut oder schlecht ist. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage euch so, wie es ist. Die erste Folge von allen 4 gesehen, meiner Meinung nach nicht die beste. Es wird so stetig, wenn die Folgen immer geiler. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt, Leute. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Zu leid. Ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Und für alle Leute, die mir in den Kommentaren fragen, was für ein Outro-Song das ist. Der Outro-Song ist von Wilson. Ich verlinke euch sein Instagram-Profil. Nervt ihn, sagt, release diese Musik, Kuss geht raus, Wilson.